Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf der nordfriesischen Marsch am Mittwoch. Mittwoch müsst ihr mal heute haben, ich glaube schon. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen und wir fahren zur BGA, glaube ich, haben wir gesagt, ne? Lass uns mal ganz kurz den Preis nachschauen, wir haben ja hier, ne? Hier Preislisten, alles online, schauen wir mal nach, was da drin steht. Für ein bisschen Silage bin ich wahrscheinlich schon drüber, Momentchen. Hier, Silage. Was gibt es denn hier? BGA 800 ist halt schon ein Knallerpreis, ne? So. Was ist passiert? Was habt ihr verpasst? Fast gar nichts. Hier hinten fährt der MB-Tank am Düngen. Auf der 19. Das ist das Einzige, den habe ich wieder voll gemacht. Und der fährt jetzt gerade den Düngerkurs ab. Das heißt, ja, wird gedüngt, ne? Wie auch sonst. Und der 1050er muss aufgefüllt werden. Das habe ich gesehen. Bin jetzt noch gerade im Überlegen, ob ich mit irgendwas runterfahre oder ob ich den hochfahren lasse. Das ist noch nicht ganz sicher. Alter! Es ist vielleicht ein bisschen schwer, du. Meine Güte! Da bin ich aber noch unten gerasselt jetzt. Das ist wirklich schwer gewesen jetzt. Holy moly. Ja, wir müssen da irgendwo eine Lösung finden. Das, der Anhänger, ne? Da geht so viel rein. Also mit einem 1050er kannst du den safe ziehen. Aber gar kein Problem. Aber jetzt hat er mittlerweile, also beim Dünger hat er extreme Probleme. Hier hat er Probleme. Gut, wir bewegen jetzt 73,4 Tonnen, ne? Das muss man einfach mal so ein bisschen im Hinterstübchen behalten, dass es einfach verdammt viel Zeug ist, ne? Immer mehr kommt die Frage rein, ob ich die Mods aktualisiert habe. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich bin momentan so ein bisschen noch am Steuerausgleich machen für das. Ich habe schon angefangen, das erste Quartal jetzt zu machen, deswegen dauert das jetzt einen Moment noch. Aber ich werde es versuchen, diese Woche auf alle Fälle fertigzustellen, auch natürlich mit aktuellen CP-Kursen und Safe Game und was alles dazugehört, was ihr über euch wünscht, sagen wir mal so, wie es ist. Sobald das erledigt ist, werde ich euch das in einer Folge sagen. Also wartet nicht drauf oder fragt bitte nicht jedes Mal nach. Ich sage es euch in einer nordfriesischen Marsch-Folge, wann denn alles up-to-date ist. So, jetzt habe ich es aber. So, hier sehen wir ja das erste Mal, glaube ich, tatsächlich an unserer BGA, ne? Na doch, wir haben schon mal was hingebracht, das wäre jetzt gelogen. Show, Hof, aus, nee, warte, aus und unterstrich BGA. BGA, und zwar, warte mal, BGA Ost. Nee, ich schreibe nur BGA hin. Alles gut. Ich habe jetzt gedacht, ob ich mit Ost- und Westeingang spiele, aber nee. Lassen wir es mal so, wie es ist, ne? Ja, und viele haben auch gefragt, warum habe ich nicht Fermenter gesetzt, Jungs und Mädels draußen. Ich habe am Hof einen Schnellfermenter. Und wenn wir wirklich die Masse, also wirklich, ich rede jetzt wirklich von der Masse, ernten, dann schaffe ich das mit dem Schnellfermenter nicht. Da geht nicht so viel rein, ne? Und deswegen brauche ich diese großen Siloanlagen hier. Ja, gucken wir mal, wie es wird. Gucken wir mal. Bin auch sehr gespannt. Jetzt schauen wir mal hier ganz schnell, ob wir einen 53er Hofkurs haben. Oder könnte man das automatisieren? Haben wir nicht. Leider. Okay. Dann klappen wir das gute Ding mal zusammen und bringen wir den ganz schnell zurück. Die 53 war mittig unten, glaube ich. Ja, hier war es, ne? Glaube ich, hier haben wir angefangen. Dann fahren wir mal hier nach unten hin. Rundumleuchte natürlich an. Kommt klar auf voll, ne? Aber dicke Bertha ist halt schon geil, ne? Und vor allem, ihr seht es, ne? Der Auftrag ist jetzt, also so lange hat das wirklich nicht gedauert und wir haben jetzt schon, wie viel haben wir schon gemacht? Ja, 67%. Also das ist schon gutes Geld, was man da verdient. Das muss man einfach mal so sagen, ne? Aber ich schaue natürlich auch immer wieder, ob es noch neue Sachen gibt. Es gibt eine Erntemission. Weizen auf der 48 zum Depot. Lass uns das mal ganz kurz checken. Weil einen neuen Drescher können wir nicht einwerden, ne? Das ist 48 und das ist das Depot. Boah, das wäre nicht schön. Das wäre nicht schon schmackhaft, muss ich sagen, ne? Vor allem den neuen Drescher anwerfen, da wäre ich schon dabei. Habe ich Bock. Muss ich sagen, habe ich Bock. Muss ich mal überlegen. Aber das ist eigentlich genau meine Abteilung, ne? Also wirklich genau meine Abteilung. Ich glaube, wir machen das. Aber Step by Step. Wie gesagt, ich bin immer schnell in Sachen annehmen und dann, ne? Aber gut, normalerweise. Also bis jetzt sind ja alle Aufträge, glaube ich, soweit ich weiß, so alle Missionen sind bis jetzt erledigt worden. Ich habe, glaube ich,
ich glaube wirklich noch keine Mission abgegeben. Und wenn, dann war das wirklich schon lange, 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 lange her. Aber diese Missionen halten uns halt so ein bisschen über Wasser, muss man einfach mal so sagen, ne? So, Kollege, dich habe ich jetzt da vorne gebraucht, wie ein Stein am Schädel, ey. Ja, gut, mit der Hupe kannst du eigentlich nur hinter den nächsten Baum fahren, den Strick holen und dann, ne, also, oh, nee. Ist abgepunkt, danke. Ich hoffe, ich schaffe die Kuppe hier. Aber mit dieser langen Seemaschine, ja, geht. Das heißt, wir machen jetzt gleich einen BGA-Hofkurs. Und dann war das schon mal ein bisschen... Wir können auch das nochmal vollautomatisieren. Wobei ich nicht weiß, ob er das aufnehmen kann. Ist egal, wir finden eine Lösung. Und dann muss ich mir das mit der 48er, also mit der Drescher-Mission angucken, ne? Weil die ist wirklich mehr als schmackhaft. Ja, die Pappeln sind noch nicht reif, ne? Ich weiß, ihr wartet, ich warte persönlich auch darauf. Aber es wird wahrscheinlich in diesem Tag, wir haben es 18.55 Uhr, wird es, glaube ich, einfach nichts mehr sein. Das soll uns nicht gegönnt sein, das Ganze. Die Frage, die ich mich jetzt nur frage, ist, schaffen wir das komplett mit unserem eigenen Equipment? Aber ich glaube, ja. Hoppala, das war zu knapp. Dieses Feld abzu... Weil Weizen ist halt schon relativ ergiebig, ne? Aber wir können ja prinzipiell den Auflieger nehmen oder einen Tritem. Ein Tritem müsste auch gehen. Ich glaube, den Tritem brauche ich ja momentan sowieso nicht bei mir. Dann nehmen wir den Tritem. Schick mal den Tritem mit einem Glas vielleicht oder sowas. Ist ja kein Problem. Das wäre auch nicht so verkehrt. Aber lass uns erstmal hier weitermachen. Das sind alles Zukunftspläne. F53-Hof 1. Jawohlo. So, weg damit. Deckel aufmachen, bitte. Ja, und wir müssen natürlich gucken, wenn wir hier diese ganze Mission machen, dass wir up-to-date bleiben, was Saatgut und so weiter anbelangt, ne? Weil wenn ich dann irgendwann jetzt wieder Zeug nachkaufen muss, das ist nicht zielführend. Oh, haben wir gar nicht mehr so viel, ne? Reicht jetzt noch, aber hatten wir schon mal mehr. Müssen wir uns darum kümmern, dass da wieder was nachproduziert wird. Und dann wollte ich nochmal nachschauen, das kann ich jetzt gleich machen. Der liebe Max hat mir nämlich noch eine Discord oder... ich weiß nicht, irgendeine Nachricht hat er mir geschrieben. Ich habe das komplett verabsäumt. Warte mal. Okay. Muss ich mir dann später anschauen. So, wir fahren jetzt zur 53. Du hättest es dir wahrscheinlich schon gedacht, ne? Zack. Zack. Und los geht's. Steckt im Verkehr fest. Das ist nicht gut. Lass doch einfach mal... Ah, der Abfahrer ist es wieder, ne? Den muss ich wieder ein bisschen hin und her ziehen. Ich weiß, das ist nicht cool, aber... die Abfahrerproblematik ist real auf diesem Feld hier. Wenn der Abfahrer nicht rumspacken würde, wäre das Feld wahrscheinlich schon... Auf alle Fälle schon mehr runter, ja. So, hier machen wir den Kurs zurück. Hier ist nicht das direkte Geld, sondern hier kommt Geld am Tagesende raus. Also das waren jetzt ungefähr... 60.000 vielleicht? Wenn wir da noch eine Fuhre hätten, wären es 120.000. So jetzt ganz grob über den Daumen, ne? Ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber nur mal so ne? Ganz grob gerechnet jetzt. Jetzt fahren wir das gute Ding wieder zurück. Weil dann können wir auch gleich, ja. Da warten wir kurz, bis der Fan vorbeigefahren ist. Achso, und ganz kurz nochmal ganz zur Problematik, nicht Problematik, aber zum aktuellen Thema wieder mal, Autodrive, ne? Ganz viele Leute schreiben mich immer an, Werner, Autodrive. Es wird der Tag kommen, ich weiß es. Es wird der Tag kommen, wo ich so keinen Bock mehr auf Cursplay habe und Autodrive verwenden werde. Es wird der Tag kommen, aber noch nicht. Noch nicht, liebe Leute. Glaubt mir aber wirklich, der Tag wird kommen. Und ich weiß, dass Autodrive das sehr, sehr gut kann. Das wurde mir jetzt schon, weiß nicht, wie oft in den Kommentaren geschrieben. Danke.
aber ich verwende es noch nicht. Da muss es, also da muss wirklich CP mir wirklich so hart am Sack gehen. Ich sag's einfach mal, wie es ist, ne? Dass ich keinen Bock mehr drauf habe. Dann ist der Moment da, wo ich bei Autodrive auf den Download-Button klicke. Aber solange das nicht erreicht ist, wird es mit CP weitergehen. Und ja, ich weiß, wir könnten das kombiniert machen, aber will ich momentan nicht. Neu BGA. Und dann haben wir hier Kurse gleich einfügen, weil sonst dauert das wie beim letzten Mal wieder Stunden. BGA. Und hier haben wir noch einen 53er Kurs. Den haben wir gleich bei der 53er rein. Ne? Dann haben wir immer wieder so ein bisschen, dann sind wir da nie lange beschäftigt mit. Wir fahren jetzt aber nochmal rüber. Ich glaube, wir hatten nochmal eine Fuhre für die BGA vorbereitet, ne? Silage? Oder haben wir hier noch Silage drin? Lass uns mal nachschauen. Saatgut, Mischration, Häckselgut. Silage ist nichts. Okay. Der 1050er ist da. Ich wollte gerade sagen, der ist fertig, aber das wäre ein bisschen, naja, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ja, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, ob wir diese Drescher-Mission annehmen sollen. Ich glaube schon. Also ich glaube persönlich, ja, ja, ja. Wie gesagt, ja, spricht eigentlich nichts gegen, das nicht anzunehmen, oder? Also, oder sehe ich vielleicht irgendeinen Grund nicht? Ich weiß es nicht, aber für den Moment muss ich sagen, sehe ich jetzt kein Hindernis, diese Mission anzunehmen und einfach zu machen. Speziell mit dem großen Drescher, ne? Mit dem großen Schneidwerk. Das sind alles Gründe, das spricht einfach für und nicht gegen. So, jetzt gehen wir mal auf die Suche, wo wir denn aufgehört hatten. Ah, hier sieht's gut aus. Guck dir das mal an. Hier sieht's gut aus. Dann lassen wir den doch direkt hier weitermachen. Bisschen schief hier hingefahren. Naja, kommt vorne. Passt. Das ist, sieht auch gut aus. Der LKW hat sich irgendwo fest. Ach, du Heilige. Was machst du denn da? Nee, ich fahr doch nicht schon wieder. Du fährst immer hier rein und ich verstehe nicht, warum. Also auch wenn ich es verstehen wollen würde, ich verstehe es immer noch nicht, was du hier machst. Hier ist nichts. Als hat er aber irgendwas gemacht. Guck mal, hier ist doch gar nichts. Hier ist auch nur eine Türe, eine Hausmauer. Hier ist gar nichts zum LKW fahren. Keine Autobahn, kein Rasthof, nix, nada, niente. Boah, wie ich diesen Tatra einfach nicht mag, ne? Es tut mir... Also ich weiß, es ist echt schlimm. Diesen Tatra, den kann ich irgendwie nicht mehr anschauen. Der hat so viel Blödsinn gebaut in meiner LS-Karriere, das ist einfach nicht mehr feierlich. Das tut mir für die Marke sehr, sehr leid, ne? Aber da ist einfach so viel schief gegangen. Ja. Dann würde ich sagen, tanken wir nochmal ab und dann lassen wir ihn einfach mal wegfahren, weil sonst dauert es ja noch Ewigkeiten. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder fahren, ne? Weil ich das so eingestellt habe. Na, wie läuft das? Gar nicht mal schlecht, ne? So, sind wir nochmal voll geworden. Guck dir das an. Krass. So, BGA. Hof aus BGA. Wir müssen gleich mal einen Kurs machen. Vielleicht vom Silo zu Hof aus. Oh, Alter, der ist aber auch... Ist einfach zu schwer, ne? Kann man sagen, was man will. Ist einfach zu schwer. Wäre es vielleicht besser, den LKW zu verkaufen und dann einen fetten Traktor vorzuhängen, aber das ist auch wieder nur eine Momentaufnahme, ne? Das wäre vielleicht mal cool. So, wie lange braucht der noch? 58 Minuten. Gut. Was haben wir jetzt hier noch? Wie gesagt, das ist aktiv, das läuft alles, ne? Wäre das die Mission? 48, ja. 56.000 Euro. Das ist schon eine Menge Holz. 59.000. Dieses Ballenpressen ist halt auch wirklich ein sehr, sehr ergiebiges Geschäft. Ne? Das muss man einfach mal so sagen. Grubbern, auch nicht verkehrt. Wenn man den großen Grubber hat, du, gib ihm, ne? 41, lass mal kurz gucken. 41 ist jetzt, ach, ist überhaupt nichts dabei, ne? Also überhaupt nichts dabei. Lass uns mal gucken, ob wir nicht einen Grubber haben, weil dann können wir das mal...
ins Auge fallen. Aber wir haben immer nur den Grober genommen, ne? Weil es ist ja nicht kein Grober, wir haben den genommen. Wir könnten aber mal gucken, wir haben ja momentan, sind wir momentan ein bisschen flüssig, ne? Da können wir auch eine wunderschöne Grober-Mission machen. Weil das Grober können wir eigentlich einen Grober nehmen oder eine Scheibenegge. Gut, das Pogo ist mir ein bisschen zu groß. Also ich bin gern für groß, ne? Aber das ist mir zu groß. 12 Meter, geil. Aber die, das tut's halt auch. 400 PS brauchst du da. Das ist nicht eben mal ganz kurz mal drüber fahren, ne? Da brauchst du schon, ja. Das kenne ich halt schon in- und auswendig. Ist aber auch ein sehr, sehr gutes Gerät. Aber braucht auch 400 PS. Da kannst du machen, was du willst, ne? Gut, überlege ich mir bis morgen. Wir sind erstmal fertig, liebe Leute. Ich danke herzlichst fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis morgen. Macht es gut. Ciao, ciao.